Hallo und herzlich willkommen zu unseren Gameswelt-Nachrichten. Schön, dass ihr da seid, liebe Leute. Ich bin der Felix und ich habe mal wieder ein paar Nachrichten für euch. Unter anderem heute zu Call of Duty Modern Warfare. Da wurde jetzt das Crossplay nochmal genauer vorgestellt. Und PlayStation 4 wird keine exklusiven Inhalte 7 Tage vor allen anderen bekommen. Außerdem Apex Legends. Da gibt es neue Hinweise auf den neuen Charakter. Einige Leute wollen ihn schon im Spiel entdeckt haben. Dann gibt es noch ein bisschen was zum neuen Total War Spiel. Da ist jetzt angeblich das Setting liegt. Und zum Rennspiel Grind gibt es jetzt einen neuen Trailer. Die Entwickler vom neuen Call of Duty Modern Warfare, das ja bald kommen wird, haben jetzt die Crossplay-Funktion noch mal etwas genauer erläutert, denn da gibt es wohl immer noch so ein bisschen Confusion bei einigen Leuten. Also es ist im Endeffekt so, ihr könnt Crossplay spielen, wenn ihr wollt. Ihr könnt dieses Feature aber auch komplett ausschalten und sagen, hey, ich möchte als Xboxler nur mit Xboxlern spielen. Das ist möglich. Ihr könnt Crossplay aber anschalten und dann werdet ihr zusammengewürfelt, je nachdem, welches Eingabemedium ihr nutzt. So ist es dann halt so, dass alle Leute, die mit einem Gamepad zocken, dann gemeinsam zocken werden, egal welche Plattform, also egal ob PC, Xbox oder PlayStation 4, zockt ihr mit Maus und Tastatur. Auf Konsole werdet ihr auch nur mit Maus- und Tastaturspielern zusammengewürfelt. Aber es gibt dann des Weiteren noch eine Lobby, wo es vollkommen egal ist, mit welchem Eingabegerät ihr spielt. Da sind dann alle drin, also jeder kann sich im Endeffekt aussuchen, wie er denn spielen will. Gerade bei dem, wo alle drin sind, bin ich mal gespannt, wer so regelmäßig da eher unter den vorderen Spielern sein wird. Und dann gibt es noch eine Nachricht zu der PlayStation 4-Exklusivität, die es in der Vergangenheit gab. PlayStation 4-Besitzer haben da öfter mal Inhalte 7 Tage vor allen anderen bekommen. Das wird jetzt nicht mehr so sein. Karten, Modi und Spec Ops Missionen werden auf allen Plattformen gleichzeitig erscheinen. Das ist natürlich sehr, sehr schön. Nur noch wenige Inhalte sollen exklusiv für die PlayStation 4 kommen. Es soll irgendwas, ein One-Day-Advantage geben. Das sind dann wahrscheinlich immer nur kosmetische Dinger. Aber im Großen und Ganzen, wie gesagt, die wichtigen Sachen kriegen alle auf einen Schlag. Das ist doch mal eine gute Nachricht. Bei Apex Legends soll ja ein neuer Charakter bald kommen. Es wird gemutmaßt, dass das Krypto sein wird. Es gab ja schon diverse Hinweise auf diese Figur. Und jetzt sind weitere Hinweise aufgetaucht. Und zwar, dass einige Spieler Krypto bereits im Spiel entdeckt haben. Zum Beispiel in einem Raum, den man sehen konnte durch ein Fenster. Da hat man gesehen, wie Krypto an irgendeiner Schalltafel rumgemacht hat. Und sobald man ihn entdeckt hat, ist er dann abgehauen zusammen mit seiner Drohne. Ob er dann wirklich auch Krypto heißen wird, weiß man noch nicht genau, aber wie gesagt, das ist natürlich ein Hinweis, dass der eventuell bald kommen könnte. Es wird erwartet, dass diese Figur mit Season 3 durchstartet. Season 2 endet übrigens am 1. Oktober. Das Setting des nächsten Total War Strategiespiels ist wohl geleakt, und zwar über ein Foto, das bei Reddit aufgetaucht ist. Und zwar das Foto einer PC Gamer UK Ausgabe. Das ist so eine Zeitschrift, ne, mit Seiten, Papier und Buchstaben. Und zwar Ausgabe 336. Auf dem Cover ist eben exklusiv von Troy a Total War Saga die Rede. Also es geht um Troja, um das alte Griechenland. Und dann steht da noch drunter, an epic battle in a world of gods and monsters. Also scheint man sich da auch nicht dem Realismus zu verschreiben, sondern Götter und Monster scheint durchaus ein bisschen Fantasy-Setting zu werden. Das ist, wie gesagt, also noch mit Vorsicht zu genießen, auch wenn es ein Foto ist. Ja, offiziell bestätigt ist halt noch nichts, aber stellt euch mal darauf ein, dass es dieses Setting wird. Das Rennspiel Grind erscheint am 11. Oktober und passend dazu gibt es jetzt einen neuen Trailer, der so ein paar Rennszenen zeigt, die natürlich so ein paar Sachen hervorheben, wie zum Beispiel die KI. Die soll dabei von cool bis aggressiv reagieren. Man kann sich auch Duelle liefern und dann einen Erzfeind erschaffen, so eine Art Nemesis-System. Also Rivalitäten werden da wohl auch im Vordergrund stehen. Und was sieht man noch im Trailer? Nun diverse Strecken und Klassen, die man eben im Spiel fahren kann. Wie gesagt, ab dem 11. Oktober ist es soweit, dann darf wieder losgegriddet werden. Das waren die Nachrichten für heute. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen, wünsche euch einen schönen Tag. Bis morgen. Ciao.